Ich bin Felix Heinz, Niederlassungsleiter des Standorts Augsburg sowie Projektleiter der Topdesk Deutschland GmbH. Jeder unserer Kunden hat irgendeine Form von Service-Management-Prozessen, manchmal rudimentär und manchmal umfangreicher. Und liegt hier etwas im Argen, dann führt das zu Frust. Und jetzt die Chance zu ergreifen, Service-Management-Prozesse zu hinterfragen und zu verbessern bzw. zu etablieren, macht nicht jeder. Und genau hier können wir unterstützen. Typische Signale, dass man sich die Service-Management-Prozesse genauer anschauen sollte, sind beispielsweise, wenn nach dem Hey-Joe-Prinzip Abläufe umgangen werden, Ping-Pong zwischen den Teams entsteht, weil Verantwortlichkeiten ungeklärt sind, Prozesse nicht eingehalten werden, weil diese komplex sind und von den Mitarbeitern einfach nicht verstanden werden. Genauso kann es aber auch sein, dass einfach Unklarheit herrscht bei den Mitarbeitern, wie Abläufe geregelt sind oder Arbeitsweisen der Mitarbeiter sich sehr, sehr stark voneinander unterscheiden. Und last but not least, einfach valide Kennzahlen schlecht sind oder gar nicht vorliegen. Ich bin mir ziemlich sicher, viele können sich mit mindestens einem dieser Signale identifizieren. Hier lohnt es sich, für die Organisation genauer hinzuschauen. Dabei stellen wir Fragen wie, was läuft aus Service Management sich gut, was schlecht? Und dafür ist es aber wichtig, wirklich auch das Feedback von verschiedenen involvierten Service-Mitarbeitern zu erhalten. Denn wir wollen ja am Ende auch eine möglichst heterogene Sicht auf die Ist-Situation haben. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl bei der Konzeption als auch bei der Kommunikation der veränderten Prozesse. Und gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten wir die Themen, die verbessert werden sollen. Es wird maßgeschneidert auf die Wünsche unserer Kunden eingegangen. Und dann kommen wir zu einer wirklich spannenden Phase. Denn jetzt arbeiten wir nun sehr eng mit verschiedenen Menschen der Organisation aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Es ist eine unwahrscheinlich individuelle Arbeit, denn kein Kunde gleicht dem anderen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich schon viele Anforderungen schon gehört. Und das Ziel des großen Ganzen besteht schließlich immer in einer optimalen Serviceerbringung. Dabei erarbeiten wir Prozesse iterativ. Das heißt, wir sind stets im Austausch mit unseren Kunden. Und sofern gewünscht, unterstützen wir gerne dabei, die wichtigen Stakeholder zu identifizieren und besprechen mit ihnen den nächsten Schritt. Wir möchten dabei sicherstellen, dass Mitarbeiter den Hintergrund verstehen, warum sich ein Prozess verändert hat. Denn der Prozess muss schließlich auch zum Kunden passen. Ja, also im Unterschied zu anderen Beratungsfirmen konzipieren wir nicht nur Service-Management-Prozesse, sondern wir setzen diese auch in die Praxis um. Denn nicht jede Organisation benötigt zwingend jede Rolle, die das Service-Management per se kennt. Wir möchten schließlich in unseren Projekten gemeinsam mit unseren Kunden erreichen, dass ein Prozess gelebt wird und jeder Mitarbeiter seine Aufgabe nicht nur kennt, sondern diese auch in die Praxis umsetzt. Dabei erleben wir natürlich Tag für Tag, was funktioniert und was nicht. So wie unsere Kunden nicht jede Eitelrolle etabliert haben, weil es schlicht und einfach an der Realität scheitert, so verhält es sich natürlich auch bei vielen Prozessen. Was in der Theorie sinnvoll erscheint, erweist sich später oft als überkomplex. Die daraus abgeleitete pragmatische Herangehensweise, gepaart mit dem Fokus auf den Faktor Mensch, Veränderung verstehen und leben, hat sich bewährt. Die von uns erarbeiteten Prozesse sind von den Mitarbeitern einfach zu verstehen, nachvollziehbar und intuitiv umzusetzen. Als Guides to Service Excellence unterstützen wir Sie gerne auf Ihrem Weg. Wir setzen hier ganz besonders darauf, die Zusammenarbeit zwischen den Service-Teams zu verbessern und den Wissensaustausch zur Routine zu machen. Das Ziel ist es, dass ein herausragendes Service-Erlebnis für Ihre internen oder externen Kunden geschaffen wird und diese sich gerne auf Ihre Services verlassen.